Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Hitman. Ja, diese Mission haben wir ja schon mal gespielt und nochmal sogar einmal komplett durchgespielt. Aber ich habe ja einmal gesagt, dass wir es das nochmal komplett durchspielen werden. Und das werde ich jetzt auch machen. Übrigens, was ich gelesen habe, dass man von hier aus da den Dings absnipern kann. Und zwar bevor er da das Kokain nimmt, kann man ihn nämlich dann dadurch das Fenster wohl abknallen. Ich weiß nicht, wie viel da dran wahr ist, aber wenn es wirklich so wäre, dann fände ich das mega awesome. So. Okay. Worüber ich mega happy bin auch, dass das keine langen Konsequenzen hatte. Ich muss jetzt nicht nochmal neu irgendwie die Cheats ausstellen oder so. Das hat sich einfach nicht gespeichert oder so. Und ja. So, den haben wir hier versteckt. Und dann holen wir uns schnell unsere Kalaschnikow. Damit überqueren wir jetzt hier den ewig langen Weg. So. Dum, bam, bam. Oh, ich muss sagen, ich finde diese Musik so richtig. Die gibt einem immer wieder eine Gänsehaut. Oh. Was ich auch sehr interessant fand, war, dass man hier so, wenn man sich das gecheatet hat, da war, konnte man dann auch springen. Und das fand ich mega lustig. Ich glaube, da konnte man mit J springen oder so. Und das Teleporten fand ich sehr lustig. Nur das Teleporten halt noch was anderes gemacht hat als springen. Springen fände ich normal nicht schlimm oder so, aber. Daran merkt man halt, dass diese Spiele noch nicht so modern sind oder es halt nicht gewollt ist, dass man springt. So, dann nehmen wir uns mal hier die ganze 44 mm Ammo. So, und da vorne. Da ist nur die Weste, da brauche ich nichts von mitnehmen. So. Und dann gehen wir zurück ins. Oh, gehen erstmal jetzt ins Lager. Was wird uns nur erwarten? Wir waren ja noch nie hier. So. Und auch die stark gedämpfte Pistole lasse ich erstmal dort liegen, weil so richtig brauchen tue ich die gar nicht. Was ich aber brauche, finde ich, ist hier diese Munition. Jupp, da zieht sich der schon mal sein Härtemittel durch die Nase. Und die letzte. Muss man irgendwie immer drum herum gehen. Dann nehmen wir die Kalaschnikow in die Hand. Und ich habe gehört, dass ich, wie ich das angestellt habe, hier vorne mit den zwei Typen. Das heißt, genau richtig war, dass man die als erstes abschießen muss. Und zwar Headshot, Headshot. Und am besten hier so in der Ecke stellen, damit die nicht durch die Fenster sehen können.
So, perfekt. Nachgeladen und die Tür öffnen. I'm stronger than you, amigo. I feel no pain. Don't you have anything bigger, Maricon? Und dass man den... Ja, den müssen wir wirklich genau 10-mal, meine ich, abschließen. I'm gonna club you like a piñata, dump you in the river, and watch the piranhas rip you apart. You son of a puta! You think you can match me, huh? Und jetzt ist er wirklich tot. So. Was ich auch weiß, ist, dass man nicht zu nah ans Fenster gehen soll, weil dann dort Wachen mich hier so sehen. Die Bombe nehmen, aber nicht groß durchs Fenster gucken. So, nee, Moment. Hier geht's nicht raus, sondern hier ist dieser kleine Umweg. Und ich suche einen Typen. Nee, das genau, das wollte ich so anziehen und dann schön schnell hinter mir die Tür wieder zumachen. Weil ich kurz checke und zwar... Ah, okay, die sind reingekommen und auch tot. So. Oh Mensch, oh Mensch, oh Mensch. Bei diesem Teil, da habe ich irgendwie immer die meisten Bedenken. Obwohl das eigentlich gar nicht so knifflig ist, sonst wenn man soll sie wirklich in diese Ecke stellen. Weil die da von da drin nicht so gut dann sehen. So, nachladen. Kommen jetzt nämlich alle da lang. Einer. So, place the bomb. So, und vergleiche mich mal als der und ich versuche hier lieber rauszugehen. So. Hä? Okay. Sobald die mich abgeschossen haben, spawn ich wo? Okay. Und diesmal ist es nicht explodiert. So, einmal kurz checken. Da lang, das heißt, da lang. Und sobald... Scheiße, ist es wirklich... Millimeter-Sache, sag ich jetzt mal. Mensch, mir geht das auf die Nerven. Und zwar, warum greifen mich diese Leute da an, wenn die eigentlich nicht wissen können, was ich gemacht habe, weil die...
Wo ist denn... Hä? Hatte der keine... Ach, da liegt die. Ich dachte gerade schon für einen Moment, der hat keine Waffe gehabt. Gut, fahren für der Zollhütter. Okay. Okay. Das ist auch sehr merkwürdig. Aber wenigstens wissen wir jetzt, dass es nicht mehr abstürzt, oder? Ja. Dann schlachte ich lieber den Typ ab, weil man den besser verstecken kann. Da ist direkt. So. Es dauert zwar immer ein bisschen, aber naja. So, den hier sauber versteckt. Und Kalaschnikow nehmen. So, wenn wir die haben, dann... Ach, Mensch, das ist richtig nervig, dass man da so schnell stirbt, erwischt wird. Ach, dann rushen wir nämlich jetzt so direkt rein. Nehmen uns dann nur schnell Kalaschnikow-Muni. Und gehen danach direkt da rein. Da nehmen wir einmal kurz den von da. So, einmal den. Und dann kommt die kurze Videosequenz wieder. Raucht, oh Mensch. Wenn man das so oft jetzt schon gespielt hat, geht das, ist schon fast langweilig. So. Wir gehen jetzt schön in den Raum hier rein von den zweien. Schließen die Tür. Geben erst den im Headshot. Nein. Walter. Jetzt habe ich verkackt, glaube ich. Weil die schießen schon von viel weiter, glaube ich, dann auf mich. Oder nicht? Ja, fuck. Und nochmal neu. Oh Mensch, ich hasse. Ich will das heute noch geschafft haben. So. Weste, ich scheiß jetzt einfach auf das zweite Messer.
Guck mal, wie lange die brauchen. Mensch, da hätte ich ja schon die Leiche weggeschleppt. Keine Ahnung, wir können ja mal das Firewire ausprobieren. Mal nicht das Messer benutzen zum Aufschlitzen, sondern einfach ihn erwürgen mit einem Firewire. So, schön weggezogen. Pick up Kalaschnikow. Und so. Würde ich wissen, dass ich mit 30 Muni locker auskomme, würde ich auch das behalten, aber ich benutze mal noch das andere. Hol noch die andere. Oh Mensch, scheiße, nein. Ich nehme jetzt hier die Weste, wenn man sieht, dass meine andere schutzsichere Weste kaputt ist. Das ist wesentlich sicherer jetzt. Was ich jetzt nur inständig hoffe, dass ich da reinkomme, ohne dass die schon ballernd auf mich zugerannt kommen. Weil alles, was im Haus passiert, ist ja in Ordnung. Hancho, say hello to my little friend. I'm stronger than you, amigo. I feel no pain.
have anything bigger, maricon? Come on, show me you got cojones. Why you bring that little pop gun to a shooting game? You're gonna lose, muchacho. Like a babe in the woods, huh? Come to papa. You're on my home ground now, and we're not even in the same league. I'm gonna club you like a piñata, dump you in the river, and watch the piranhas rip you apart. You son of a puta! You think you can match me, huh? So, schnell den Brief nehmen. Schnell die Bombe nehmen. Mich verkleiden. So. Okay, ich habe 34 Leben, das ist nie wirklich viel. Und dieser Typ. Oh, der Typ, nee. Ich glaube, der Typ. Der Typ ballert mich immer ab, wenn... Der kriegt das irgendwie mit. Ja. Nachladen. Wenn ich jetzt rausgehe und ich erschossen werde, dann rege ich mich aber auf. Es dürfte eigentlich niemand gesehen haben. Außer der Typ. Aber die sind einfach so behindert. Okay, okay. Und jetzt am besten so schnell laufen, wie ich kann. So wie ungefähr in dem ersten Part. Weg hier. Weg hier. Schnell ins Haus gehen, Tür zu machen. Und okay. So. Und zwar Fly. Oh Leute, wir haben es geschafft. Ja, die können mir scheißegal sein, die können mich nicht im Flugzeug abknallen. Oh Leute, wir haben es geschafft. Wir haben zwar einmal kurz gecheatet, aber das ist shit egal. Oh Leute, ich bin so glücklich, mir kullern schon fast Tränen runter. So, diese Mission habe ich schon ein bisschen öfter gespielt und die anderen zwei Versionen seht ihr hier. Ciao!